Jetzt, wo wir uns in einen kleinen Ball verwandeln können und einen großen Ball abschießen können, fühle ich mich schon ein bisschen sicherer hier bei Metroid Prime Remastered. Leute, schön, dass ihr wieder dabei sein wollt und einschaltet. Wow. So, okay, meine Reflexe funktionieren noch. Gut, okay, jetzt, wo wir den Charge-Beam haben, aber noch keine Bomben haben, müssen wir uns wohl noch ein bisschen weiter umsehen und erstmal hier hochgehen. So, Gift kurz weglassen. Oh Mann, schon wieder diese Viecher. Haut ab. Oh. Meine Güte. Hey, sollte ich auch noch hochkommen? Was ist das denn bitte? Leuchtzylinder. Funktionieren mit 80%iger Auslastung. Leuchtzylinder? Oh, da sind ja richtig viele noch da oben. Okay, warte mal. Oh, alle vernichtet, ey, geil. Ich glaube, so reicht meine Reichweite nicht, um das anzuziehen. Oh, doch. Ja, zumindest ein. Kommt mal her, hier kommt der. Boah, cool, manchmal einfach ein bisschen springen und dann geht das schon. So, ich weiß ja, dann muss ich jetzt immer dreimal vorher schießen, bevor sich der Herr auflegt, weil ich lasse jetzt I drückt und der schießt aber dreimal. Oder sie schießt dreimal vorher. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war. Hups. Oder ob man es einfach nur gewohnt ist, von wegen, man hält den Knopf gedrückt und dann wird gar nicht geschossen, sondern direkt aufgeladen. Da sind ja noch mehr so eine Viecher, sag mal. Alle One-Shot. Hups. Okay, schnell da reinkugeln und da komme ich ganz normal hoch. Was zum... mehrfache Haarrisse im Sandsteinblock der Mauer gefunden. Okay. Haarrisse heißt immer Bomben, die ich aber noch nicht habe. So, ich steck mal kurz die Karte. Muss ich... okay. Ist einfach bloß ein kleiner Tunnel hier. Anscheinend kann ich da nicht rüberspringen. So. Hallöchen. So, was ist jetzt hier mit der Auslastung? So, da oben komme ich nicht rauf. Ich weiß nicht, ob ich das hier abballern? Boom. Nö. Auslastung ist Schmutz. Ob wir überhaupt noch Shoso mal kennenlernen? Oder vielleicht steht irgendwann noch auf der Shoso-Tafel, wir sind alle abgehauen. Wir hatten keinen Bock mehr und dachten uns nicht mit uns. Genau wie bei den Viechern hier. So. Oh Mann, jetzt sieht alles so cool aus, auch wenn ja manches schon so zerfallen ist und so was alles, ne? Man kann sich aber so schön vorstellen, wie das alles vorher aussah. Ist einfach ein Traum. So, wo komme ich jetzt überhaupt hin? Aha, okay, hier kann ich, wenn ich Bomben habe, lang. Heißt das eventuell, ich krieg die gleich. Die netten Bombis. Aua, oh Mann, die Laser kommen aber wieder schnell raus. Aua, aua. Okay, hier wird es noch genauso schlimm. Ja, gut, die bewegen sich ja überhaupt nicht. Wenn man die einfach abballert und dem kommen die ja nicht auf einen zu aus Schock oder so. Ach Mensch, aber. Bum. Alles voller Gift, Mann. Wo soll ich hin? Bum. Okay, solange ich hier noch rüber kann. Nee, geh ich da auch rüber. So, hier würde es. Was ist denn das? Alter, was zur Hölle? Komplett verjetzt, voll erschrocken. Erstmal eine Steinkröte. Ernährt sich von kleineren Lebewesen. Von außen unverletzbar. Eine Steinkröte kann tagelang regungslos verharren. Als Nahrung dienen ihr Lebewesen, die deutlich kleiner sind als sie selbst. Diese verschlingt sie mit einem einzigen Bissen, ist etwas unverdaulich, so wirkt sie es wieder aus. Steinkröten setzen in Kämpfen ihre mächtigen Eckzähne als letzte Rettung ein. Okay, also, ey, du hast 25% der Datenbank-Einträge gescannt, Alter, yeah, neue Extras im Hauptmenü. Cool. Ja, geht schon schnell, ey. Ein Viertel aller Scans haben wir jetzt schon. Und das gerade mal in Part 5. So, ich check mal jetzt kurz die Karte, um vielleicht wieder den optimalen Weg zu gehen. Ja, das ist so ja der hier. Und ich bin hier sogar richtig. Okay, Leute, denn, ja, kann ich das erstmal machen. Und mich dann nochmal später hier genauer umgucken. Bup, bup. Oh, wow, halt. Wenn hier ein Zwischenstopp ist, gucke ich mich hier um. Hä? Nix. Einfach bloß ein Hohlraum. Der aber so fantastisch aussieht. Blub. Oder uns erwartet gleich wieder ein nächster Fight. Das ist doch. Ey, sag ja. Es kommt alles auf einmal zu. Und hier auch wieder ganz wichtig: zwei verpassbare Scans. Oh, was ist das denn? Wow, Alter, Flammenwerfer! Okay. So, wichtiger Scan abgeschlossen. Verbrennungsdrohne, programmiert auf thermische Abfallentsorgung.
Die Schaltpläne dieser Drohne lassen vermuten, dass es zu einer Fehlfunktion kommt, falls der interne Energieverteiler beschädigt wird. Zwar verfügt die Einheit nur über minimale Kampfprogramme, dennoch ist sie im Bedarfsfall fähig zur Selbstverteidigung. Die Flammenwerfer gleichen Mängel in der übrigen Defensivkonzeption wieder aus und machen die Drohne zu einem gefährlichen Gegner. So. Und ich will mal kurz gucken. Okay, tatsächlich, das ist kein wichtiger Scan, obwohl das ein Netz ist der Schützenwespe. Das ist noch die dritte und zum Glück auch letzte Wespenart, die man nur hier scannen kann. Unterschlupf der Schützenwespe. Extrem widerstandsfähiges Wespennest. Kann nur durch unmittelbare Feuereinwirkung von unten zerstört werden. Da weht der Wind. So, ich glaube, zuerst kommen die noch nicht raus. Ich muss kurz hier warten, bis das Ding da rauskommt. Alter, voll cool. Wow, jetzt wollen sie sich verteidigen. Und die ist auch ganz wichtig zu scannen. Okay, Gott sei Dank. Ist nämlich anscheinend das letzte Nest von denen, was es gibt. Wir rotten die also schön aus. Schützenwespe, fliegendes Insekt, kann Giftstachel auf Beute abfeuern. Dieser hochaggressive Vertreter der Goliath-Wespenfamilie kann die Spitze seines Giftstachels bis zu 20 Meter weit wegballern. Eine neue Stachelspezies bildet sich in wenigen Sekunden. In wenigen Sekunden ausgebildet. Sie enthält eine säurehaltige Substanz, welche die Beute vorfermentiert. Okay, wird erstmal gleich vorverdaut. Alles klar. Wow, okay. Oh, ist richtig gemein jetzt hier. Und mit rüberspringen und alles. Ich muss hier so viele Sachen achten. Entweder rumlaufen oder halt natürlich mit dem Ball drunter durch. So, und halt immer wieder leider warten, bis hier das Ding da sich erscheinen lässt. Schön das Nest schon brennt, oder? Bam, 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 bam. So, okay, da kann ich drunter durch, denn. Ich habe ja keinen Bock auf die Wespen. Lieber das Ding abballern! So, komm, ich habe alte gescannt, ne? Wie gesagt, die beiden Sachen sind halt wichtig. Die Wespe und der hier. Alles klar. Aber das war noch nicht alles, Leute. Boah, das Ding wird immer schneller. Leute, du musst aber sein Ding hier wieder aufmachen, sonst kann ich doch nicht rufballern. Oh nein, so kann ich nicht springen. So kann ich nicht drüber springen. So, mal wieder. Oh je. Da braucht jemand da. Krass. Habe ich's drauf oder habe ich's drauf? So, okay, gut. Das war... Puh. Erstmal glaube ich auch so letztendlich hier einer der wenigen wichtigen Scans. Oh, was sind die für eine Türbarrikade eigentlich? Guck mal, das ist eine andere. Alter, neuer Eintrag ins Logbogen. Oder war ja sogar unwichtig, okay. Der Sperrmechanismus ist aktiv. Zur Entriegelung muss das Gebiet gesichert werden. Ich weiß ja nicht, ob man das auch verpassen kann. Weil ich meine, weil irgendwann hat man ja glaube ich auch alle Gebiete entsichert. Egal. Und das hier sind tatsächlich, ja, die Morphballbomben. Geil. Toll, einfach pups. Okay. Damit können wir sogar ein bisschen springen als Ballbombe. Sehr gut. Einfach im Morphball-Modus A drücken, dann kannst du die einfach losballern. So, neue Galerie, freigeschaltet. So, okay, ist offen. Sehr schön, na dann müssen wir natürlich erstmal da ausprobieren. Flupp. So, weil ich ganz knapp hier nicht im Gift drin bin, weil ich hier irgendwie so schienenartig mich verankert habe. Das ist doch nett. Oh, und dann gibt es nochmal eine kleine Belohnung für mich. Noch mehr Raketen. Missiles. 20 Stück schon? Da wird rumgeballert. So, da werden sich... was zum... hab ich das nicht schon eingescannt? Warte mal, Missile-Munition füllt den Raketenwerfer mit 10 geschossen. Oh, nee, dann gab's da 3 Versionen von. Ich habe jetzt nur gedacht, 3, 5, aber nee, auch 10. Gut zu wissen. Also, das ist hier nichts. Nee, keine Ahnung, was das hier mal für ein Raum war. Wozu der wohl gedient hat. Egal, Leute. Uns hat er die Bomben gebracht. Sonst ist hier nichts. Also hau ich ab. So, und dann nochmal. Ach, guck mal, genau, so kommt man ja auch gar nicht mehr raus sonst. Man muss die Bomben haben. Bumm. Sehr schön. Hier nochmal genau das Gleiche. Und schon hat man das ganze System dahinter verstanden. Ja, und das auch. Ne, die mich richtig angesaugt hat, die olle Kröte. So, was haben wir denn hier jetzt für ein Ding? Was?
Hauptsysteme sind intakt, funktionstüchtig, sobald Energieversorgung wiederhergestellt ist. Okay, funktionstüchtige Energieversorgung? Worum geht's denn? Ich wollte da nochmal mich umgucken. Okay, ich kann es ja erstmal einfach aktivieren in diesem kleinen Trichter hier. Stup! So, und was bringt Energie? Auch die Bombe! Oh oh, das war zeitlich bedingt? Also nochmal ganz schnell das hier auch aktivieren. Boing. Das ist auch wieder zeitlich bedingt. Da muss ich erstmal kurz gucken auf der Karte, wo ich überhaupt hin soll. Oder war das echt bloß dafür, dass ich wieder nach oben komme? Das kann sogar schon sein. Nee, da ist noch so ein Gerät. Seht ihr das? Da ist nochmal so ein Ding. Okay, also würde ich erstmal raus. Tut. Nur keine Panik, Leute, keine Panik. Auch wenn die Viecher mich da erballern wollen. Wow. Keine Panik. Und da haben wir es doch schon geschafft. Tut. So, erstmal ganz schnell das letzte aktivieren und dann haben wir es hoffentlich. Haben wir hoffentlich keinen Zeitdruck mehr. Putz. Und schaffen. Schön. Mag keine so tickenden Zeitbomben. Aber gut, okay. Das ist jetzt wieder, das Steuerungssystem wurde aktiviert. Alle Plattformen wurden angehoben. Okay, also nicht nur um mit einer Wasserpumpe, sondern auch einfach gleich, um das hier halt anzuheben. Dann waren wir hier. Wieso ist hier so eine kleine Sackgasse? Okay, egal. So, okay, dann war das alles hier so weit gar nicht wichtig. Aber wartet mal, ich muss doch eigentlich ganz woanders hin. Oder komme ich jetzt eher automatisch wieder zurück? Oder ist die Tür echt zugegangen und ich hab das ja nicht gecheckt, dass die Tür die ganze Zeit zu war. Ich überleg so, ob ich nochmal wieder zurück. Ja, weil ich glaube, das lohnt sich erstmal nicht, dieser hellblaue Raum da. Da, wo wir den Chargebeam hatten. Ich glaube, da kann ich eh noch nicht hin. Nee, sonst ist ja nichts mehr. Hä, wieso hat es jetzt nicht irgendwie da so eine... Warte mal, was ist überhaupt für eine Plattform? Ja, da hoch, halt, wo ist denn da oben hin? Das ist auf der Karte noch gar nicht vertreten, wo das da hingeht. Leute, das ist noch ein komplett neues Gebiet, oder was? Gucken wir uns an. Hä? Oder auch nicht? Okay, Eigentlich muss ich ganz woanders hin, aber jetzt bin ich neugierig. Oh! Denn es gibt einen Energy Tank, der richtig versteckt. Komm her! Energy Tank. Den werde ich auch hier brauchen können. 100 Einheiten hinzugefügt. So, ist das so ein komischer Lavaraum hier? Egal. Bombs. So, leider kann man nicht mehr als 3 Bomben irgendwie freischalten. Das wird dann nicht gehen. Aber man braucht auch nicht mehr als 3 Bomben, Leute. So ist das nun mal. So, heißt aber auch später wegen der Magnetschiene hier, dass wir später nochmal herkommen müssen. Leute, hier ist noch nichts erledigt, Leute. Noch gar nichts. Das Spiel ist riesig, Leute. Außer die Scans natürlich, ne? Haben wir ja schon. Ein Viertel der Scans haben wir alles schon. Es ist ein Traum. Bumm. So weit ist aber noch, wenn das ganze Wasser hier weg ist. Das giftige Mockwasser. Ist hier noch irgendwas Geiles? So, die mit dieser Aktivator verbundene Maschine funktioniert wieder. Der Aktivator hat sich deaktiviert. Ein deaktivierter Aktivator? Okay. So, jetzt wieder zurück. Ganz schnell zurück. Ach Mensch. Okay, guck mal, jetzt kann man sich ein bisschen sparen. Man muss nicht mehr da drüber, denn ich habe jetzt die Bomben. Und habe hier einen kleinen Abkürzungstunnel. Aua. Tja. Können die so viel Auge machen, wie sie wollen. Das ist mir egal. So, okay. Das war das heute. Jetzt sind wir komplett ausgestattet. Für richtige Action. Deswegen gehe ich lieber nochmal richtig schnell vorher speichern. Boah. Weiß gar nicht, ob es Fallschaden gibt, Leute. Das weiß ich ehrlich nicht mehr. Gab's hier Falldamage? Ist egal, willst du erstmal speichern? Yo. So. Gut. Alles wieder aufgefüllt. Vorrat wieder hergestellt. So. Ja, haben wir doch schon mal die Basic Tools. Haben wir damit schon wieder. Wow. Ich komm immer wieder neu, ne? Aber egal. Raketen her. So. Ja, dann kann ich jetzt wieder komplett abhauen. Ja, hier sind noch ein paar Goodies und so. Ja, die sind aber noch verwehrt, Leute. Die sind verwehrt. Erstmal noch nicht. 100% machen wir alles später.
So. Wieder zurück hier in diesem Raum. Den wir jetzt noch weiter erklimmen können. Jetzt aber. Haust du mal ab. Guck mal, hier sind schon wieder so eine Zeichen, ne? Aber wir wissen noch nicht, für was wir sie brauchen, Leute. Wartet mal. Müssen wir wieder irgendwo so eine olle Tür finden. Klonk. Oh shit, Wespen. Können die überhaupt hier rennen? Sind die sauer, weil ich ihre ganze Spezies fast ausgerottet habe? Das wollte ich doch nicht. So, so. Tot. Hier ist auch so ein Zeichen wieder, ne? Ja, aber für was gilt der, Leute? Für was? Oder kann ich die auf dem Weg schon mitnehmen? Ne, dieses Kultsymbol wurde aktiviert. Doch. Ich kann das echt schon mitnehmen auf dem Weg. Ah, hätte ich es vielleicht machen sollen. Ich hätte es vielleicht machen sollen, Leute. Boah. Weite Bereiche der Zellstruktur des Baumes wurden durch Giftstoffe aus dem Grundwasser verändert. Ja, was ist denn für ein genetisches Wasser, oder wie? Oh, oh, sorry, ihr Wespen, ihr müsst sterben. So, kann ich jetzt die Viecher hier scannen? Jawohl, neuer Eintrag im Logbook. Giftgras, karnivore Giftpflanze, die sich bei Gefahr in den Boden zurückzieht. Was, karnivore? Sprich, die frisst Fleisch? Das Giftgras hat sich zu seiner jetzigen Form entwickelt, um in den Lebensräumen größerer Lebewesen einzudringen. Mit seinen farbenprächtigen Blättern lockt es Opfertiere an, die es dann mit kleinen, hochgiftigen Ausläufen festhält. Seine Fänge zersetzen die Beute innerhalb kürzester Zeit, damit die einfach zerslasht. Ja, aber es ist einfach Billowgras. Das heißt, wir können es einfach einmal wegballern und dann zieht es sich zurück. So, mit dem Bambalam. Man, Leute, das ist alles so cool. Es ist richtig schön, wieder nach all der Zeit in diese Welt wieder einzutauchen. Es tut mir leid, ich weiß, ich wiederhole mich ja inzwischen für andere und so. Und bleibt mal locker und so, ich weiß, aber das ist halt wirklich schön. Schöne Nostalgie. Richtig gemacht. Done white, wie man so schön sagt, ne? So, okay, haben wir wirklich wieder so eine Tür. Alles klar. Dieses massive Tor blockiert den Zugang zur Tür. Vier Kultsymbole zieren die Oberfläche. Übereinstimmende Symbole innerhalb dieses Raumes müssen gescannt werden, um Zutritt zu erhalten. Ja, kein Ding. Eins ist erstmal direkt hier wieder. Schon das zweite. Da muss ich wirklich nochmal nach unten gehen, ey. Ach, Mann. Oh, stark konzentrierte Giftbelastung hat den Verfall der Blätter verursacht. Also, es ist gar nicht Herbst. Das ist Verfall der Blätter. Und ich hab noch romantisch gedacht von wegen, oh, eine Herbstlandschaft. Oh, was für eine tolle Jahreszeit, um die Shoso ihn zu erkunden, wisst ihr? Alles fail, Leute. Oh, er gibt echt keinen Fallschaden. So, also, dann gehen wir nochmal von hier schön nach oben. Oh, kann ich die Flagge da irgendwie? Ist überhaupt eine Flagge? Kann ich da irgendwas scannen? Warte mal, eins war ja doch hier gleich, ne? Ups. So, nächstes Symbol. Kult-Symbol activated. So, dann wartet doch, glaube ich, bestimmt hier, weil ich immer meinte, dass irgendwo. Ach, nicht hinter Kisten, aber hinter diesen Viechern. Ach, stimmt, haben wir da schon gesehen. So, na, komm. Kann ich den einfach so scannen? Nee, die Viecher sind im Weg. Oh, ich kann. Ah, jetzt. So. Zwut aktiviert, man. So, ich hab's ja vorher schon gescannt, aber noch nicht. Im Aktivstatus. Hm, sehr gut, Leute. Aber wenn ich mich jetzt nicht irre, Leute, guck mal, das ist, Leute, ein riesengroßer Boss erwartet uns. Und den werde ich dann erstmal für den nächsten Part aufheben, ja, Leute? Das passt nämlich besser. Mal ganz schnell direkt vor die Tür stellen. Das krieg ich schon noch hin. Aber dann heißt es erstmal, mich wirklich vorbereiten. Auch wieder ein Boss, wo es gemeinerweise zwei Scans gibt. Anstatt nur den typischen von wegen, ja, der offensichtliche Boss, ne, der ist hier scannbar, ist ja klar, ne. Aber nee, selbst wenn so was, ja, vielleicht nicht so offensichtlich ist. Leider. Und wenn man das einmal verpasst hat, dann hast du halt gelitten. So. Bomben. Boom. Deswegen mal gespannt, das war ja der erste quasi wirklich schwere Boss. Gucken, ob ich den überhaupt noch drauf hab. So. Hier schön ins Pflanzenreich, ja, und Giftgras. Hau ab. Die olle Tentakel haut alle ab. Haut doch alle ab. So. Okay, nochmal das hier irgendwie scannen. Irgendwelche Dateneinträge. Nö. Nochmal umdrehen. Kann manchmal auch nicht schaden. Irgendwie noch hinter mir irgendwas. Nochmal neue Raketen. Obwohl, ich habe eigentlich genug. Ich habe wirklich sehr viele Raketen. Die sollten ausreichen. Brüsten. Brüsten. Oh, Brüsten. So, Gras, hau ab, du alle Gras. So, haps. Tja. So, Leute, jetzt aber ist wirklich Schluss. Hier gibt's nochmal schön Aufladung und Raketen. Sehr gut. Leute, dann freut euch auf den nächsten Part. Der wird cool. Der große Boss der Shoso-Ruin. Wahnsinn, Leute. Aber bisher erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.